The Last of Us Part 2 hat ein Trophy-Update bekommen, ganz aktuell. Es wurden neue Trophäen hinzugefügt. Welche das sind und was du dafür tun musst, das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und wenn du in Zukunft nichts mehr zu den großen aktuellen Games verpassen möchtest, dann bleib hier sehr, sehr gerne mit einem Abo am Start. Ja, unverhofft kommt oft. Zwei neue Trophies. Du siehst, ich befinde mich jetzt hier schon in der Trophäenliste. Modus erbarmungslos heißt das Ganze. Die erste Trophy, hebt zwei Gräber aus, heißt die. Schließt die Geschichte auf erbarmungslos ab. Dementsprechend nochmal ein höherer Schwierigkeitsgrad. Schon sehr, sehr knackig. Bin ich sehr gespannt drauf. Und du kannst das nicht stoppen. Schließe die Geschichte mit aktiviertem endgültigen Tod auf einer beliebigen Einstellung ab. Das sind die beiden Trophies, die jetzt ganz aktuell hinzugefügt worden sind. Ich habe mir das Ganze jetzt hier schon in-game gerade angeguckt. Können wir mal ganz kurz reingehen. Hier sieht man es, wenn man jetzt hier auf Story klickt, neues Spiel, dann ist hier dieser Modus noch nicht verfügbar. Ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft passieren wird. Ich denke, in den nächsten ein, zwei Tagen wird hier das Update erfolgen, das dann erbarmungslos hinzugefügt wird. Also Stand jetzt kann man die Trophies noch nicht erspielen. Wir können hier nochmal reingehen. Hier sieht man es auch, beide noch auf 0,0%. Heißt dementsprechend, das Ganze ist noch nicht verfügbar. Klar, die Geschichte auf erbarmungslos wird jetzt das Level, das Schwierigkeitslevel des Games auf jeden Fall auf eine ganz, ganz andere Stufe heben. Die normale Platin war meiner Meinung nach sehr, sehr einfach. Gab eine Menge Collectibles. Wenn du dir auch schon die Platin erspielt hast, wirst du das Ganze wissen. Ist natürlich nicht wirklich schwer, es gibt nichts Schweres dabei. Ich habe hier schon eine Menge Videos auch zugemacht, falls dir das ein oder andere Collectible fehlt, schau mal sehr, sehr gerne rein. Und dann haben wir hier natürlich noch die Geschichte mit dem endgültigen Tod. Dazu konnte ich noch nicht so viel finden. Ich denke, es wird so sein, dass hier keine Checkpoints gesetzt werden, dass man das komplette Unterkapitel gegebenenfalls immer spielen muss. Sind hier noch nicht so viele News im Netz, ganz einfach, ist wirklich ganz aktuell. Ich konnte zu der Trophy jetzt noch nicht so viel herausfinden. Das wird man natürlich sehen, sobald das Update dann hier ganz einfach erfolgt. Was man hier genau zu tun hat, wird sich aber meiner Meinung nach sehr, sehr sicher hier mit erbarmungslos kombinieren lassen. Ist dann so eine Art erbarmungslos Plus, nochmal ein bisschen schwerer vermutlich. Wie gesagt, könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier keine Checkpoints gesetzt werden oder ähnliches. Falls du schon nähere Infos hast, schreib das Ganze mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, das war's von mir auch schon hier mit diesem kleinen kurzen Trophy-Update. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.